Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir den dritten von drei von Glenmorangie. Und zwar haben wir heute den Sherry Cask Finish. Und ich hatte mich gewundert, wie teuer wird der wohl sein? Für die anderen schon so. Und Sherry Fässer sind ja so teuer. Und jetzt, peng, ist er der billigste von den dreien mit 22,90 Euro. Hier auf whisky.de im Shopsystem. Das ist ein wirklich guter Preis. Ein wirklich guter Preis. Also. Und wir wissen ja schon, was drin ist. Wir haben ihn ja schon probiert. Mhm. Und in diesem Fall haben wir es jetzt also mit einer Sherry-Fassreifung, Nachreifung zu tun. Wobei wir es vorher mit einer Weißweinreifung, einem Cabernet, nein, einem Chardonnay hatten. Und die Rotweinreifung war eine Cabernet-Reifung. Und die hatte dann schon ein bisschen mehr Dampf. Und jetzt kommt also die Sherry-Weinreifung obendrauf. Ja. Ja, ich glaube, wir haben über die Brennerei schon ein paar Mal was erzählt jetzt gerade. Genau. Ich bin so ein bisschen, finde es ein bisschen schade, dass jetzt hier Videos zu Ende sind, weil die drei haben mir echt gut gefallen. Also das war wirklich eine Reihe, wo man sagt, hey, da kriegt man Preis-Leistung, kriegt man wirklich eine ganze Menge. Ja, also wenn Sie jetzt erst diesen hier vom Shop-System zum Beispiel aufgerufen haben, es gibt für den... Für die beiden anderen Finishings gibt es Videos, wo wir auch ein bisschen mehr über die Brennerei erzählen. Und am meisten erzählen wir bei der Chardonnay, bei der ersten Flasche. Aber es gibt auch, wenn Sie weiter runter scrollen oder das nächste Video an diesem Shop anklicken, gibt es auch ein Brennerei-Video. Da gibt es alles über die Brennerei. Da gibt es volle Tour durch die Brennerei durch. Ne? Da warst du da, gar nicht mal so lange her. Ja. Und ich war dort, glaube ich, 94 oder so, schon ziemlich lange her. Ich habe deine Bilder ja gesehen. Da ändert sich an den schottischen Brennereien nicht viel. Ja, von außen auf. Und die haben ganz genau umgebaut. Ja, die sind ein paar hundert Jahre immer gleich. Ne? Ja, bei denen ist Kontinuität angesagt. Ja, und auch der Eigentümer hat ja gewechselt. Jetzt gehören sie einem französischen Weinunternehmen, familiär geführt, meines Wissens. Und deswegen haben sie auch diese ganzen Weinfässer. Wobei die Sherry natürlich jetzt aus Spanien kommen müssen. Aber ich schätze mal, dass die Franzosen nach Spanien auch ganz gute Verbindungen haben. Mhm. Ja. Ja, also dies ist ganz definitiv. Kriege ich mein Close-up? Achso, oh, ja, oh, klar. Ja. Nee, kriegst du nicht. Kriege ich nicht. Ausgestiegen. Hab mich verklickt. Gut. Dann von Ferne. definitiv ein Sherry-Fass-Reifung. Und dunklere Früchte, Trockenfrüchte, Zimtnote. Karamellnote, keinerlei Alkohol. Gut, der hat auch nur 40 Volumenprozente. Sehr angenehmer, ja, Sherry nachgereifter Single Malt Whisky aus der Speyside. Ziemlich genau das, was man erwartet. Was ich schön finde, ist, er hat so ein, achso, ich muss ja nicht in meine Close-Up-Kamera gucken, er hat so einen richtig schönen Honig-Touch drin. Und das ist so das Typische bei Glenmorangie. Er hat einen Honigtouch drin und eben so einen schönen weihnachtlichen daneben, was du alles erwähnt hattest. Hier die Trockenfrüchte, den Zimt, so eine leichte Gewürznote. Also es hat so einen Honig-Weihnachtstouch drin und das ist das Schöne. Das ist das Schöne, wenn man richtig schönen Sherry-Finish oder Sherry-Reifung hat. Jo. Klasse. Cheers. Cheers. Der kommt mit dem Geschmack weitaus kürzer, schneller auf die Zunge. Während die anderen erstmal so 2 Sekunden nichts hatten, hat der einen unmittelbaren Antritt auf der Zunge. Orientalische Gewürze, massives Ausbreiten auf der Zunge, hinübergehend zu dunkler Schokolade. Abgang immer noch da, ziemlich lang. Gut gemacht. Schönes Sherry-Ding. Ist aber nicht so ein richtig süßer Sherry, sondern, also mein Tipp ist Oloroso, sind sie alle. fast alle. Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen was Saures auch, aber er hat was Würziges, er hat was Fruchtiges mit dabei. Also es ist ein schöner, ausgewogener Sherry. Das also, muss man sagen, all diese drei Glenmorangie sind auf ihre Art und Weise sehr ausgewogen, sehr unkompliziert, Einsteiger geeignet. Allerdings, um jetzt am Ende auch mal eine kleine Kritik zu äußern,
die tiefe Komplexität fehlt. Und das ist ganz klar. Ja. Die sind nicht alt, steht kein Alter drauf. Vielleicht sind sie 5, 6, 7 Jahre alt. Und damit fehlt ihnen die lange Reifung, die zu vielen verschiedenen komplexen Aromen führt, fehlt denen. Aber zwischen Aroma, Geschmack und Abgang ist dann doch wieder eine Komplexität, weil alle drei unterschiedlich sind. Ja. Und damit gibt es eine schöne Balance zwischen denen, dass der also hier preis-leistungsmäßig schon weit nach oben gehört. Also das ist ein Whisky, den man abends einfach auf der Seite genießen kann. Er ist lecker. Und man muss sich nicht irgendwo riesige Gedanken darüber machen, dass man sich jetzt irgendwie gerade die Geldbörse leer trinkt. Mhm. Oder leer probiert. Lieber tanken, ne? Echt ein schönes Ding, wie du gesagt hast. Einsteiger geeignet? Ja, vielleicht nicht als erstes. Den Sherry nicht. Den Sherry nicht, der ist ein bisschen heftig. Vielleicht nicht als erstes. Es gibt noch ein bisschen leichtere zum Einsteiger. Aber vielleicht die zweite, wo man dem Einsteiger zeigen kann, oh ja, da ist wirklich was dahinter. Ist eine tolle Geschichte. Also ich kann sie empfehlen. Gehört eigentlich wirklich in jede Whisky-Bar rein, weil es einfach nicht wehtut und ein echt tolles Ding ist. Mhm. Und wenn du eine Reihenfolge gibst zwischen Chardonnay, Cabernet und Sherry Cask? Ich fand den Rotwein fand ich ganz klasse, dann den Weißwein, dann den Sherry. Den Sherry finde ich gerade ein bisschen zu krass. Also, der hat ein bisschen mehr Intensität. Für mich hat der Rotwein auch den Peak. Mhm. Dann kommt bei mir aber der Sherry, weil der Weißwein ist mir ein bisschen zu schwach. Ja, der Weißwein war ein bisschen schwach, aber ich fand ihn einfach, weil er so leicht und easy war, fand ich ihn super. Ja, dann hast du praktisch genau die entsprechende preisliche Abstufung auch. Gut, ja, wem es gefallen hat, schaut einfach mal bei whisky.de im Shop vorbei. Da gibt es eine ganze Menge Glenmorey. Glenmorey hat eine echt tolle Range. Da gibt es alles zum Auswählen, was man braucht. Auch ältere, die komplexer sind. Ne? Auch ältere. Es 15 gibt auch noch Jahre, Port, 12 den, Jahre. Den habe ich mit dir auch probiert, der war auch super. Schaut einfach mal vorbei, die sind echt klasse. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.